Und die Frauen, die sich über die 100 Meter im Finale messen werden. Coralie Ambrosini, 12.08 ist sie heute Vormittag schon gelaufen. Und die Deutsche für LAC Quelle Fürth München unterwegs. Amelie-Sophie Lederer, 11.86 heute Morgen. Salome Cora mit 11.61. Die zweitschnellste, Ayla Del Ponte, 11.59. Sie war knapp die 200stel schneller. Samantha Dagri, 11.82 für Samantha Dagri, gelaufen im Vorlauf. Und sie hat die 200 Meter ja auch noch in den Beinen. Cynthia Reindle, TV Unterseen, dann auf der Bahn 6. Del Ponte wieder schnell weg und Cora war letztes Mal auf der zweiten Streckenhälfte vor allem sehr stark. Lederer ist noch dabei und Del Ponte zieht es durch. Del Ponte gewinnt und die Siegerzeit 3 Sekunden und 94, natürlich neuer Schweizer Rekord. Nein, Scherz, die Zeit hat falsch ausgelöst und die inoffizielle Siegerzeit haben wir jetzt nicht gesehen. Ayla Del Ponte hat aber gewonnen. Und zwar ganz knapp vor Salome Cora.